Der innere Garten. Bitte such dir jetzt eine angenehme Position, in der du dich sicher und stabil fühlst. Nimm dir einen Moment, um deine Haltung zu überprüfen und nimm Veränderungen vor, falls nötig. Du kannst dich gerne im Sitz platzieren oder, wenn es dir lieber ist, beim Stehen oder dich an die Wand hinlehnend oder wenn dir im Liegen am besten passt, dann leg dich einfach entweder auf deine weiche Yogamatte oder auf eine kuschelige Decke hin und bereite deinen Platz vor. Du kannst dich gern auch zudecken. Und du kannst jetzt deine Augen schließen oder auch offen lassen. Oder deinen Blick einfach weich werden lassen. Du kannst es aber auch gern abwechseln. Wie es dir gerade gut und passend ist. Vielleicht kannst du deine Aufmerksamkeit finden und diese zu deinem Atem führen. Und dann kannst du womöglich bemerken, dass du langsam einatmest und wie sich deine Lungen füllen und wie die Luft dann langsam wieder durch die Nase oder den Mund ausströmt. Und vielleicht kannst du dich sogar ein bisschen entspannen. Wenn du soweit bist, kannst du deine Vorstellungskraft bitten, dir den Weg zu zeigen zum Eingang von deinem inneren Garten. Und dich dorthin zu führen. Wenn du da angekommen bist, dann schau dir den Garten mal von außen an. Aus was ist die Umgrenzung des Gartens gemacht? Vielleicht ist da ein Zaun oder eine dicke Hecke. Vielleicht ist der Zaun aus großen Steinen, aber vielleicht sind es Rosenbüsche so ineinander verwoben,
dass sie eine Wand aus Blüten bilden. Und vielleicht ist da auch etwas vollkommen anderes. Wenn du dir die sicheren Grenzen bewusst gemacht hast, welche alles Schädliche von deinem friedlichen Garten fernhält, kannst du nach dem Eingang schauen und den finden, durch den du dann auch hineingelangst. Vielleicht ist da ein großes eisernes Tor. Vielleicht besteht der Eingang aus Blättern und Farnen und ist es eher ein grüner Tunnel, von dem Sonnenschein durchflutet, durch den du laufen kannst. Und vielleicht hast du auch eine magische Abmachung mit diesen Pflanzen und in deinem Garten und sie treten für dich zur Seite, um dich einzulassen. Und vielleicht ist es auch etwas völlig anderes, was du am Eingang gefunden hast. Jetzt kannst du einen bewussten Schritt durch den Eingang machen, einen tiefen Atemzug nehmen und bemerken, ob sich vielleicht die Temperatur geändert hat im Vergleich zu außerhalb des Gartens. Und ob die Luft jetzt anders riecht. Jetzt stell dir nochmal sicher, dass du bei dieser Übung mitmachen möchtest. In den Garten treten möchtest. Oder auch mit dem Frieden noch nicht so gut klarkommst und lieber draußen bleibst. Wenn du im Garten weitergehst, dann schließe vorher den Eingang hinter dir, damit niemand sonst in den Garten hineinkommen kann. So bist du völlig sicher und beschützt. Und jetzt schau dir schon mal um.
während du dich tiefer in den Garten hinein bewegst. Was für Pflanzen kannst du sehen? Gibt es da vielleicht Bäume oder Büsche oder Blumen? Wie sehen sie da aus? Vielleicht magst du die Blätter auch anfassen und sehen, wie sich das anfühlt. Sind diese glatt oder eher vielleicht samtig? Fühlen sie sich so an, wie sie aussehen? Nimm dir nochmal einen tiefen Atemzug. Und lass alle Gedanken zurück, die nicht in den Garten gehören. Kannst du die Blumen riechen? Oder die Bäume? Oder vielleicht die Erde? Hat es womöglich vor kurzem geregnet? Nimm dir einen Moment, um zu bemerken, wahrzunehmen, ob die Temperatur so gemütlich für dich ist. Du kannst es jederzeit durch eine Decke zum Beispiel ändern. Ist die Luft frisch und klar oder warm mit dem schweren Duft von Sommerblüten? Du kannst dich jetzt tiefer in dein Garten hineinbewegen, bis du den zentralen Ort erreichst, an dem du Wasser findest. Das könnte ein kleiner Bach sein, ein zierlicher Brunnen, eine frische Quelle, die vielleicht fröhlich gluckert, oder ein Teich mit Seerosen oder vielleicht siehst du hier das Meer? Schau dir mal um und nimm die ganze Szene in dir auf, während du einen tiefen Atemzug nimmst. Sich deine Schultern entspannen. Was für einen wunderschönen Ort du da gefunden hast. Lausch mal den Geräuschen des Gartens, dem Wasser, dem Wind in den Blättern.
Du kannst selbst entscheiden, ob du auch Tiere in deinem Garten haben möchtest. Vielleicht sind da flinke kleine Eichhörnchen, die in den Bäumen spielen. Oder siehst du vielleicht Vögel im Wasser zu baden? Und singen diese Vögel ihr allerschönstes Lied für dich. Womöglich sind es Seemöwen. Oder kleine Spatzen, die um dich herum spielen. Vielleicht sind da große, flauschige Hummeln, die gemütlich von einer Blume zur nächsten trödeln. Nur nette und goldige Tiere finden den Weg in deinem Garten. Du kannst dem allen lauschen und es beobachten. Und vielleicht möchtest du einen Ort finden, wo du dich ausruhen kannst. Dann kannst du dich umschauen und vielleicht einen gemütlichen Gartenstuhl finden. Oder eine Bank oder Schaukel. Oder du möchtest dich am liebsten auf der Wiese hinsetzen. Was auch immer da auf dich wartet. Vielleicht bietet dir der Garten selbst einen Ort der Ruhe an, im Schatten eines alten weißen Baumes oder auf einem Stein, der mit weichem Moos bewachsen ist. Und genau die richtige Form hat, um sicheren Halt zu geben. Nimm dir Zeit, es dir völlig gemütlich zu machen. Atme die frische Luft ein. Und lausche den Geräuschen. Und wenn du magst, kannst du auch für eine Weile die Augen schließen, falls sie nicht schon bereits geschlossen waren. Und
und dich im völligen Ruhe und Frieden ausruhen. Wenn du anstelle ausruhen eher aktiver sein möchtest, das ist völlig in Ordnung so. Der Garten ist groß genug und du kannst machen, was dir gefällt. Vielleicht möchtest du von der Wasserquelle jetzt einen Schritt weiter machen und den Garten näher untersuchen. Wenn du einen Bereich des Gartens erkunden magst, dann findest du vielleicht einen Bereich, der aussieht, als würde er Abenteuer bereithalten. Vielleicht gibt es da einen Baum, der wie dafür gemacht ist, dass man auf ihn hinaufklettert. Vielleicht findest du auch eine Schaukel, die an einem dicken Ast befestigt ist, oder ein Baumhaus oder etwas anderes, womit man spielen kann. Die Tiere im Garten sind gar nicht scheu und spielen auch mit dir, wenn du sie lieb bittest. Wer weiß, vielleicht grast da auch irgendwo ein Einhorn auf einer Lichtung für dich. Oder besuchen dich die Feen aus dem Wald. Ich bin mir sicher, dass du etwas Lustiges oder Märchenhaftes findest, was dir mit all den bunten Dingen um dich herum tun könnte. Du kannst das tun, ohne dabei zu stören, weil du bist hier im Garten ganz allein mit den Tieren und der Natur. Vielleicht findest du ein
Bereich jetzt im Garten, in dem noch gar nichts wächst. Dort ist viel fruchtbare Erde, die schon vorbereitet ist, Samenkörner aufzunehmen. Du kannst dort alles pflanzen, was du willst. Es bewässern und weil es ein magischer Garten, dein innerer Garten ist, kannst du das Wachstum so beschleunigen, dass du zusehen kannst, wie deine Pflanzen groß und stark werden. Wenn du gerne Unkraut zupfst, kannst du auch das tun. Deine Pflanzen sind gesund und tragen herrliche Früchte. Und du kannst dir auch die Zeit nehmen, sie zu stutzen und in eine Form zu bringen, die dir gefällt. All das kannst du ungestört und in völligem Frieden tun, wonach auch immer es ist. Und vielleicht bist du mit etwas Frustration in den Garten gekommen und dem Wunsch nach Veränderung oder mit mehr Energie, als dir gut tut. Dann könntest du einen Ort finden, tief, tief im Garten und deinem Frust Ausdruck verleihen. Du könntest Büsche rausreißen oder etwas mit einem Ast niedermähen oder sogar eine Axt nehmen und einen Baum fällen, wenn das hilft. Du könntest auch ein Loch graben und Erde durch die Luft dabei fliegen lassen. Wonach auch immer es dir ist. Und wenn du dich ein bisschen beruhigt hast, könntest du vielleicht einen Weg finden, etwas Neues daraus zu schaffen. Etwas aufzubauen, statt zu zerstören. Und in diesem Teil des Gartens etwas Neuem Form zu geben.
Und vielleicht lässt du es auch einfach so, wie es dann ist. Dem Garten macht es gar nichts aus. Du bist so weit weg von anderen und niemand kann auch nur einen Ton davon hören können, was du machst. Also, du musst dich gar nicht zurückhalten. Fühl dich frei, alles zu tun, was irgendwie hilft in diesem Moment. Niemand ist davon gestört. Und vielleicht möchtest du etwas tun, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Dann kannst du durch deinen Garten streifen und jenen Ort finden, an dem diesem Bedürfnis begegnet wird und wo du tun kannst, was immer du willst. Dein innerer Garten ist groß genug und wenn du dich nur umschaust, wirst du den perfekten Flecken für heute finden. Wenn du alleine sein möchtest, dann kannst du Abgeschiedenheit finden. Wenn du lieber Gesellschaft brauchst, kannst du mit den Tieren zusammen den Garten erkunden. Du kannst finden, was auch immer du heute brauchst. Dein innerer Garten hat alles zu bieten. Und wenn du dort Zeit verbringst, können sich die Sekunden wie Minuten anfühlen und die Minuten können wie Stunden sein. Und du kannst das alles aufnehmen und dich auffüllen lassen mit Sicherheit, Geborgenheit, Freiheit, Frieden und Freude. Und Ruhe. Bis du dich völlig ausgeruht und entspannt und zufrieden fühlst. Tief in deiner Seele. Du
kannst dort so lange bleiben, wie du willst. Einfach atmen. Und genießen. Und wenn es dann irgendwann Zeit ist, aus deinem Garten zurückzukehren, kannst du vielleicht nochmal an dem Platz mit der Wasserquelle vorbeigehen . Du könntest dem Garten danken dafür, dass er dir heute einen Ort des Friedens und der Ruhe geboten hat. Und vielleicht lässt du auch ein neues Samenkorn da, was dort wachsen kann, bis du wiederkommst. Dann kannst du jetzt die Stelle finden, wo du den Garten wieder verlässt. Das Tor wieder öffnen. Und mit einem bewussten Schritt nach draußen machen. Du kannst wieder des Raumes um dich herum bewusst werden. Die Zehen und deine Finger bewegen. Und dich strecken und tief durchatmen. Deine Augen öffnen, falls sie noch geschlossen sind. Und wieder ganz in der Gegenwart ankommen. Der innere Garten. Bitte such dir jetzt eine angenehme Position, in der du dich sicher und stabil fühlst. Nimm dir einen Moment, um deine Haltung zu überprüfen, und nimm Veränderungen vor, falls nötig. Du kannst dich gerne im Sitz platzieren oder, wenn es dir lieber ist, beim Stehen
oder dich an.